Hi Leute, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich glaube, wir wollten gerade die Schildkröte besuchen. Habe ich recht? Bist du? Aua, meine Füße frieren und sind schon ganz taub. Ich habe was gegen taube Füße. Hier. Oh, das ist schon etwas besser. Ja. Die will, dass wir sie schlagen. Dann geht's ihr besser. Meine Füße eingeschlagen, ha? Trankdruck geht es viel besser. Mir ist so richtig schön warm. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Ja. Dankeschön, Tanktop. Können wir gut gebrauchen. Wir haben auch erst die Hälfte. Ich höre Gummistiefel. Ah, oh Gott. Moment, anders. So. Ah ja, das ist ein Jinjo. Dafür braucht man die. Das ist schon, ist hier nichts mehr. Da sind Federn. Gut. Dann müssen wir in Tanktop hineingehen. Gibt es da noch ein Puzzleteil? Und jetzt wird's richtig ätzend. Oh, jetzt wird's richtig ätzend. Wird's jetzt. Oh, ich möchte das nicht. War hier nicht genau, da ist ein Momoshi. Ah, hier ist eine. Ihr wisst schon, wie es heißt. Wie heißt's denn? Na, wie heißt's denn? Leere Honigwabe, dankeschön. Oh Gott, ja, der wartet schon auf mich. Moment, lass mich die drei Noten auf der anderen Seite noch schnell einsammeln. Jetzt kommt so ein Musikmerkrätsel. Das hasse ich wie die Pest. Na komm. Ruhe bitte. Der famose Tip-Top-Chor wird nun mein neuestes Werk zum Besten geben. Recht kurz, oder? Abwarten. Spielt das nach, um die erste Lektion zu bestehen. Moment, jetzt holen wir uns erst den Wunderschild. Ja, ja. Wo seid ihr mit euren Gedanken? Also gut, wir singen es noch einmal. Hallo? Nein, 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 ich wollte doch nur die Honigwabe. Die leere Honigwabe. Naja, ich spiel's ja schon. Ist schon okay. Ich hab's kapiert. Ich hol die Wabe danach. Ihr seid wichtiger. Das war pink. Dann dunkelblau. Und hellblau. Nicht schlecht. Versucht euch an der zweiten Lektion. Pink. Lila. Gelb. Rot. Hellblau. Jawohl. Ihr seid Musikgenie. Es folgt die letzte Lektion. Alter. Jetzt bin ich, glaube ich, raus. Rot. Blau. Ja, scheiße. Nein, so geht das nicht. Versucht es noch einmal. Oder bittet mich um eine neue Unterweisung. Nein, dann war's rot. What? Er hat doch mit rot angefangen. Wollt ihr mich verarschen jetzt? Okay, ich glaube, ich muss ihn nochmal... Mist, das ist wie fiese ist, man verliert da auch Leben. Darf ich jetzt die... No? Ich wusste, dass euch dieses Stück Probleme bereiten würde. Ach, gelb. Okay, rot, gelb, dunkelblau. Gelb, pink, hellblau, dunkelblau. Okay, jetzt habe ich's. Hoffe ich. Rot, gelb. Oh.
gelb. Dunkelblau, gelb, pink, hellblau, dunkelblau. Oh Gott, komm schon. Oh. Wunderbar, eine wahre Meisterleistung. Nehmt dieses einzigartige Schmuckstück. Merci, Bro. So, zwei Belohnungen auf einmal, sehr gut. Die Musik hier drin ist aber auch chillig, ne? So, jetzt haben wir hier auch alles. Ich glaube, jetzt können wir zum Kroko gehen. Das war hier, ne? Nein. Okay, kann ich. Wo war es denn? Hier. Ach, guck mal, hier ist noch ein Krokodil, das gefüttert werden will. Komm her, gib mir deine Lebensenergie. Was gibt's denn da oben zu finden? Ah, drei Eier. Was gibt's hier? Federn, die brauchen wir nicht. Da ist noch ein Jinjo. Bam! Voll in die Fresse! Voll in die Fresse! Einer fehlt noch. Die können wir uns nicht holen, ohne zu sterben. Wobei, mit den Goldfedern wird es wahrscheinlich auch gehen, aber das wird zu blöd. Ich weiß schon, wie wir da anders hinkommen, aber das wird noch nicht verraten. Oh, Lebensenergie, sehr schön. Die brauchen wir. Genau, drei Stück. Ich lasse ihn mal liegen. So, jetzt müssen wir hier durch. Weil ihr euch jetzt auf eine neue Verwandlung freuen dürft. Wir treffen jetzt zum zweiten Mal auf Mumbo. Wenn wir hier. Aber erst müssen wir hier durch dieses Labyrinth hier durch. Was zum Glück kein Labyrinth ist, weil es gibt nur einen Weg. Ach Gott, hier. Oh nee. Noch ein Puzzleschalter. Ein richtig fieses noch dazu. Man hat nur 10 Sekunden, das ist echt gemein. Nein! Ja. Dieser Bär ist nicht nur zahm, leider ist er auch noch lahm. Naja, man kann durch den Sumpf laufen, aber leider nur sehr langsam. Ich war gar nicht lahm, ja. Ich war einfach nur dämlich, ich runtergefallen bin. Das Blöde ist, wir müssen da jetzt echt nochmal langlaufen. Oh. Vier Puzzleteile fehlen uns eigentlich noch. Drei? Oder vier? Okay. Oh Gott. Entschuldigung.
So, nochmal. Ich versuch's mal mit Springen. Ich war mit Springen immer schon besser als zu Fuß. Ich weiß auch nicht warum. Na, und schon sind wir drüben. Es läuft. Ah, gibt's ein Problem? Wir müssen wieder zurück. Ja. Okay. So, hier waren wir noch nicht. Da ist der Muschädel. Sehr gut. Ah, ich kann nicht angreifen. Hier war doch ein Mumuschädel. Ja, und das ist eine der coolsten Verwandlungen. Schaut mal, wer will 10 Dinger haben und wir haben 25. Das ist voll cool. Ah, habt ihr gesehen? Da ist die zweite leere Honigwabe. So, Mumbo, dann lass mal deinen Zauber, dein Voodoo spielen. Yeah, verwandelt uns nämlich in ein cooles Kroko. Du, warte, ich brauche neue Handtasche. Mumbo, nur mach einen kleinen Spaß. Hihihihi. Hier hinten hat doch gerade irgendwas geglitzert. Ach ja, jetzt haben wir 16, habe ich schon eingesammelt, okay. Das Coole an dem Kroko ist, dass es auch angreifen kann. Ich zeig's euch. Na, komm her. Aber ich habe Hunger. Hallo? Hallo, ich möchte dich gerne essen. Hallo? Geht es nicht? Nein, anscheinend nicht. Ah, jetzt. Okay, es geht nicht. Ich lasse es. So. Und ich glaube, mit dem Kroko können... Genau, wir holen uns jetzt da hinten. Das ist ja zwei Eigenschaften. Erstens, es kann beißen. Und zweitens... Wir können damit... in den Sumpf gehen, ohne dass wir gefressen werden. Ziemlich cool, oder? Uns fehlen noch so viele Noten. 10 Stück. Können die nur sein? Da gibt's doch ja nicht. Na, ich weiß. Ach, jetzt fällt mir auch gerade ein bisschen noch. Da wo die Häuser waren, wo der Kroko oben war, den wir füttern mussten. Da waren doch. Da gab es zwar Gummistiefel, aber wir konnten da nichts tun. Wir konnten nicht unter diese Teile gehen. Hier war das genau. Das können wir jetzt alles einsammeln, schätze ich mal. Das aber alle Noten sind, dann fehlen noch irgendwo welche. Ah, und hier ist auch der letzte Jinro. Und das waren nur 4 Noten. Das ist. Komm. Tatsächlich, es sind nicht alle Noten hier. Yay! Jinjo! Yeah! Okay. Wo sind dann die letzten? Da hinten ist noch ein Kroko, den können wir aber so nicht füttern, weil wir Kazooie nicht benutzen können. Gut, und jetzt zeige ich euch was. Man kann nämlich hier hinein. Das ist nämlich ein Krokodilbau. Ah ja, genau, hier waren 3. Und die am Ausgang sind, auf der anderen Seite sind auch nochmal 3. Yay, cool. Perfekt. So, und der Grund, warum dieses Krokodil fressen kann, das sehen wir jetzt. Hallo, ich bin Mr. Wild, das coolste Krokodil aller Zeiten. Spiele mein Spiel und gewinne einen Preis. Drücke A zum Spielen oder B, wenn du die Hosen voll hast. Natürlich A. Das Spiel ist einfach. Iss mehr rote Jumblies als ich. Drücke X, um Jumblies zu essen. Du bist du bereit? 3, 2, 1, los. Ja, deswegen, weil wir essen müssen. Komm, 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 komm,
Hom, hom. Oh, hat verfehlt. Hom, hom. Hom, hom. Lecker, lecker, lecker. Auf geht's. Da sind noch welche. Schnell, 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 schnell. Hier. Essen, essen, essen. Da ist noch einer. Hier. Und hier. Und hier. Und hier. Da sind ganz viele. Bitte. Aha. Ey, unfair. Nicht einfach abhauen. Nein! Bala 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 bala. Klarer Sieg, klarer Sieg. Du hast gewonnen. Jetzt legen wir einen Zahn zu. Futtere die roten Jumblies und meide die gelben Grumblies. Fertig? 3, 2, 1, los. Das ist jetzt ein bisschen gemeiner. Genau, jetzt dürfen wir nicht die gelben essen, sondern nur die roten. Was ziemlich fies ist, wenn die... Weil die tauchen nämlich auf einmal auf. Nein. Gib mir den. Hallo, hallo, hallo. Ich möchte bitte auch was essen. Ich möchte auch was essen. Hier sind. Fuck, die kriegt er da oben. Ja, na klar. Wie unfair ist das denn? Ah, hier. So gewinnt man eigentlich am besten, wenn man ihm die Dinger vor der Nase weg isst. Das wird echt knapp. Pah, Anfängerglück. Jetzt gehen wir in die letzte Runde. Schnappe dir nur, was oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Fertig? 3, 2, 1, los. Genau, und jetzt wechselt das eben durch. Jetzt können wir eben auch die gelben essen, aber nur, wenn es angezeigt wird. Komm, wechsel, wechsel, wechsel. Hier sind so viele. Ja. Nein. Oh, gemein, gemein, gemein. Komm, wechsel, 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 wechsel. Yes. Oh. Da, jawohl, perfekt. Hier, das sind drei Stück, die hole ich mir. 1, 2, 3, jawohl. Noch einer, jetzt rot, rot. Nein, nein, jetzt kann er aufholen. Nein, 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 komm, hier, den hier. Und nein, 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 den hier. Ja, das habe ich gemeint. Das ist halt richtig unfair. Wenn es wechselt, könnt ihr nichts tun. Oh mein Gott, war das knapp. Aber ich habe noch nie verloren. Du sollst deine Belohnung haben. Dankeschön. Wenn du magst, können wir ein ganz besonderes Spiel spielen. Du musst die nächsten 3 Spiele gewinnen, um 3 extra Leben zu erhalten. Aber jedes Mal, wenn du verlierst, schnappe ich mir eines deiner Leben. Drücke A, um zu spielen, oder B, um die Fliege zu machen. Ja, das mache ich. Hahaha, du scheinst ein echter Hasenfuß zu sein. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, ich geh schon. Ja, und seht ihr diese... Ich möchte nicht mit dir reden. Das hier, das sind Turnschuhe. Das ist dasselbe, das auch für Kazooie. Wie die Gummistiefel quasi, aber die kriegt man erst ganz spät im Spiel. Die braucht man nämlich hier für dieses Spiel, sonst kann man den nicht besiegen, soweit ich mich erinnern kann, weil der sonst viel zu krass ist. Der wird dann nämlich richtig schnell und wenn man diese Turnschuhe anzieht, Achtung, Spoiler-Alarm, dann wird man eben auch schneller, also mit den Turnschuhen kann man schneller laufen. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch?
Ach so, ja, scheiße. Uns fehlt noch ein Puzzleteil, ne? Genau, das ist da hinten, dieses Krokodil. Moment kurz, ich laufe kurz zurück. Verwandle mich wieder zurück, bis gleich. So, Leute, ich bin wieder da. Mir ist gerade eingefallen, dass wir uns danach leider wieder gleich zurückfahren müssen. Wir haben es ein bisschen Glück gemacht, oder ich habe es ein bisschen Glück gemacht. Ah! Ja, der war extrem gut. Das war der letzte, das dachte ich mir schon. Yay, jetzt haben wir hier auch alle 10. Ah, grazie, grazie, ja. Genau, wir haben jetzt alles. Haben wir alles? Haben wir alles? Ja, wir haben alles. Das ist cool. Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr müsst euch das jetzt nicht nochmal anschauen. Ich verwandle mich jetzt nochmal kurz in das Krokodil. Warum ich das tue, obwohl wir eigentlich schon alles haben, erfahrt ihr im nächsten Part. Also, dranbleiben. Ciao.